Seine Träume zu verwirklichen ist schwer. Es sei denn, man ist Tony Parker, der berühmteste und gefeierteste Basketballspieler Frankreichs. Er ist in allem, was er sich vornimmt, erfolgreich. Er wollte ein NBA-Spieler werden, er hat es geschafft. Mehr als das, er war lange der beste Spielmacher der Liga. Das Gleiche gilt für sein Leben nach seiner Profikarriere. Darüber sprechen wir mit ihm. 4 NBA-Titel, eine Auszeichnung als wertvollster Spieler und ein unvergesslicher Auftritt bei Frankreichs EM-Triumph 2013. Tony Parker spielte immer um den Sieg. Eine Ausnahme machte er für ein paar Körbe mit der Euronews-Journalistin und ehemaligen italienischen Basketball-Nationalspielerin Stefania De Michele, bevor er mit ihr über seine Karriere sprach. Selbst in meinen kühnsten Träumen als Kind hätte ich mir eine solche Karriere nicht vorstellen können, die damit endete, dass meine Rückennummer ehrenhalber nicht mehr vergeben wird. Ich hätte nie gedacht, dass jemand wie ich, der in der Normandie in einer kleinen Stadt aufwuchs, so weit kommt. Es ist schön, das endlich zu begreifen. Denn seit meinem Rücktritt wird mir langsam aber sicher alles bewusst, was ich mit den Spurs erreicht habe. Mit dem Buch und dann dem Film auf Netflix bin ich gerade etwas wehmütig. Aber es ist schön, die 20 Jahre meiner Karriere in einem Film zu sehen. Es war ein Glückstreffer, in dieser Franchise zu spielen. Ja, ich habe sehr hart trainiert, aber gleichzeitig war ich in einer Franchise, in der man wirklich gewinnen wollte. Und die Werte dieser Mannschaft haben mich zu einem besseren Menschen, zu einem besseren Basketballspieler gemacht und wirklich zu einem besseren Menschen. Man muss hart trainieren, es braucht Disziplin und Opfer. Ich war sehr entschlossen, es in die NBA zu schaffen. Damals gab es keine europäischen Spielmacher, es gab überhaupt nicht viele Europäer in der NBA. Ich fühlte einen gewaltigen Druck für die neue Generation. Ich wollte auf jeden Fall gut spielen und mir den Respekt der US-amerikanischen Spieler und Trainer verdienen. Am Anfang war es sehr schwer, aber es hat mich mental sehr stark gemacht, ihnen zu zeigen, dass wir Europäer Basketball spielen können. Für mich ist es sehr wichtig, etwas zurückzugeben. Wie ich bereits sagte, fühle ich mich sehr vom Leben beschenkt. Ich hatte großartige Trainer. Aber so wie ich aufgewachsen bin, vergesse ich nicht, wo ich herkomme. Alles hat damit angefangen, dass ich den Erstligaverein Asvel in Lyon gekauft habe. Dann habe ich ein Frauenteam übernommen, denn ich wollte ein einzigartiges Projekt aufziehen. Ich wollte einen Verein aufbauen, in dem Männer und Frauen gleichberechtigt sind. Und es endete mit der Akademie. Wir haben sie vor 1,5 Jahren eröffnet. Das war etwas Besonderes für mich. Ich wollte mich zwar um die Elite im Basketball kümmern, aber auch um all die Kinder, die es nicht ins Profilager schaffen werden. Denn ich weiß, dass 95% dieser Kinder keine Profis werden. Deshalb lautet das Motto der Akademie: Komm zur Akademie und finde einen Job. Das nehme ich sehr ernst. Für mich ist es sehr wichtig, dass diese Kinder es im Leben schaffen, dass sie eine Arbeit finden, dass sie einfach glücklich sind. That they have a job and they're just happy. Wir durchleben harte Zeiten. Wir erleben eine der größten Krisen aller Zeiten. Es ist verdammt schwierig, alle Projekte am Laufen zu halten. Aber man muss kreativ sein. Man muss positiv denken und versuchen, Lösungen zu finden. Aber klar, wir leben im Moment in einer schwierigen Zeit. Aber letztendlich macht es dich mental und deinen Charakter nur stärker. Es ist eine große Ehre. Als Netflix mit der Idee an mich herantrat, den Film zu machen, konnte ich es kaum glauben. Ich war gerade dabei, mich von meiner Firma Infinity 9 Media bei meinem letzten aktiven Jahr von der Kamera begleiten zu lassen und Aufnahmen zu machen. Und ganz am Anfang des Projekts kam Netflix auf mich zu und schlug mir vor, diesen Film über mich zu machen. Das war eine Ehre für mich. Ich sage immer, dass ich zwei zu Hause habe. Ich lebe sozusagen 50-50, halb in den USA, halb in Frankreich. Und ich liebe beide Länder. Aber ich erzähle immer, dass ich zwei zu Hause habe. Ich fühle mich in beiden Ländern zu Hause. Ich bin sehr glücklich darüber, wie es weitergeht. Es ist ein neues Kapitel und ich bin sehr zufrieden damit, wie die Wahl ausgegangen ist. Vor uns liegt eine bessere Zukunft. Mein größter Traum.
Jetzt, wo ich älter werde, ist mein größter Wunsch, gesund zu bleiben, dass meine Familie, meine Kinder gesund bleiben. Gerade in der Welt, in der wir jetzt leben, ist es das Wichtigste, allen Menschen Gesundheit zu wünschen. Mein Ratschlag wäre, immer positiv zu sein und an seinen Traum zu glauben. Man muss große Träume haben. Wenn man jemandem seinen Traum erzählt und er dich nicht für verrückt hält, dann ist dein Traum nicht groß genug.